Folge von Tinder Real Life. Wir haben wieder unglaublich heiße Single-Tolle dabei, die versuchen, ihr Glück zu finden. Und jetzt geht's sofort los. Viel Spaß. Hi, ich bin Lauri, 28 aus Berlin. Hi. Hi. Ich bin Sebastian. Aha. Und manchmal brennt mein Penis genauso wie diese Kerze. Ach, Digga. Nee, ja, verstehe ich auch. Also das kann ich nicht durchgehen lassen. Hi, ich bin Maxi, 26 Jahre alt. Ich habe gleich ein Date, deswegen würde ich mich freuen, wenn du nach rechts swipest. Wie, du hast gleich ein Date? Ich habe gleich ein richtiges Date, deswegen... Okay, rechts. Was soll das? Warum ist es auf dir? Hey, ich bin Breitenberg, 28 Jahre alt, komme aus Lübeck. Und ich habe gesehen, du hast weißen Nagellack, finde ich cool. Darf ich Bilder davon machen? Ach du Scheiße, Fußfetischist? Nein. Herr, davon habe ich schon genug. Hi, ich bin Nico, ich bin vielleicht 30 und ich wollte dich eigentlich heute Abend ins Kino nehmen. Aber die haben gesagt, ich darf keine eigenen Snacks mitbringen, deshalb. No. Okay, der war nicht schlecht, gebe ich dir einen Ja. Nico! Hi, ich bin Luca und du schon eine 9 von 10. Ich glaube, du bist die 1, die dir fehlt. Ich bin die 1, die dir fehlt. Ah, scheiße, mein Luca! Du hast zwar verkackt, aber der Versuch war süß, also ja. Hi, ich bin Alex, 28, ruhig, kommt noch mehr. Ich bin Zauberer und man kann zwar nur Jungfrauen zersägen, aber vielleicht möchtest du ja trotzdem mit mir in die Kiste. Okay, das war risky, ja. Hallo, ich bin Florian, 23 Jahre alt und ich will diese Nummer gegen deine eintauschen. Nein, Dieter Bohlen ist scheiße. Ja, ich will die eintauschen gegen dich. Tschüss. Dieter Bohlen ist scheiße, hast du gesagt. Halt mal. Das war für dich. Hä? Denn heute ist dein Geburtstag, habe ich gehört. Willst du mit mir ein Trinken? Bitte mach das jetzt nicht. Bitte zünde dieses Ding nicht. Warum nicht? Bitte nicht dieses Ding warum? Zünden. Ist aber ihr Geburtstag. Kann ich auch. Möchtest du mit mir ein Trinken? Komm. Nein, sorry, ich trink nicht. Du trinkst nicht! Komm mal, Bro! Du trinkst nein, Digga, du hast dir alles undeutlich gemacht für nichts! Darf ich das jetzt zurückgeben, oder? Okay, einmal die drei Jungs, die das Jahr passiert haben, nach vorne. Such dir einen dieser drei Jungs gerne aus. Okay, dann nehme ich Luca. Oh, Luca, ja, ja, ja! Ich bin Celine, 24 und aus Köln. Hi, Celine. Diese Donuts haben zwei Löcher, wie viel hast du? Digga. Sogar deine Mutter wäre enttäuscht. Ja, verstehe ich auch, klar. Hallo Celine, in der Wo ist App von Apple würde ich dich gerne einfach eintragen. Gib mir mal deine E-Mail. Die Standortfreigabe quasi. Nee. Sorry. Oh Mann, Digga, schon wieder! Oh nein. Hi, ich bin Nico, vielleicht 30 aus Köln und lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe mich in dir drin. Oh nein! Er war so bodenlos scheiße, dass er wieder okay ist. Echt? Moment kurz. Hi, ich bin Alex, 28 und ich habe meine Herzdame verloren, aber ich sehe, du stehst ja schon da. Oh! Er macht ernst. Ja, okay, komm. Hey, Breitenberg, 25 Jahre alt. Ich wollte auch schon mal Tattoo stechen lassen, hab Angst davor. Würdest du meine Hand halten beim Tattoo stechen? Ja. Oh! Ja, Helga! Hallo! Liebe Bruder! Beste, beste! Ja, ja, mach mal! Also, wenn du auf Männer stehst, die einen geilen Style haben, dann swipe nach rechts. Na, leider gehörst du nicht dazu. Ah, oh, du reingeschissen, Mann! Hi, ich bin Luca und ich finde, du solltest Minecraft sein, ohne das Craft. Hat auch ein bisschen gedauert. Ja, okay. Ja, komm, blaues Hemd. Blaues Hemd, reicht uns mehr. Hi, ich bin die Franzi, 25 Jahre alt und ich suche noch meinen passenden Deckel. Hey Franzi. Hi. Ich bin Sebastian, ich bin 30 und meine Liebe zu dir wiegt sehr schwer. Wegen Gewicht, verstehst du es? 50 Kilo. Ach so. Komm mal, ja. Hi, ich bin Luca, komm mal kurz näher. Du kriegst den Preis für das schönste Mädchen heute. Oh! Luca, der Rizzo! Ja, hallo Franzi. Hallo. Wenn du mit mir auf ein Date gehst, dann könnten wir auf eine Angsttherapie gehen. Ich habe sogar einen Doktor dabei. Hi, ich bin Doktor. Oh nein, Bro. Würdest du ihn gerne mal streicheln? Nee. Streichle seinen Schwanz einmal bitte. Sein Schwanz ist toll. Nee, warte mal, hättest du die Spinne mitgenommen, wäre ich okay gewesen. Jedes Mal gibst du mir einen Korb bei dem Format. Ja, aber das liegt. Ich brauche eine Therapie. Können wir ohne den dann? Ja, ja, wir können ohne die. Hi, ich bin Nico. Ich bin aus Köln. Kannst du dich einmal ganz kurz drehen? Warum? Ich frage nur ganz kurz. Du erinnerst mich ein bisschen an meinen kleinen Zeh, weil den knall ich heute Abend safe noch gegen den Schrank. Nico! Also entschuldige mal! Bro! Hallo! Hallo!
Hey, Breitenberg, 26 Jahre alt. Ich wollte auch mal gerne tauchen gehen. Ich habe gehört, du tauchst gerne. Könntest du mir das beibringen? Ja, klar. Machen wir. Einfach so auf Casual so. Hi, ich bin Alex und ich weiß, Kartentricks sind zum Kotzen, aber wenn du magst, zeige ich dir einen echten Hasen. Alles okay? Wenn es wirklich ein echter Hase ist und nicht irgendwas anderes? Nö, kleiner Kanickel. Weiß, friedlich. Oh. Bisschen gruselig auch, hast du selber verstanden? Hab ich. Es geht. Wie fandst du den? Super. Was würdest du machen jetzt dafür? Ja oder nein? Eher weniger. Ich hab nichts zu sagen. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das war schon sehr süß. Ja, stimmt. Musst du jetzt halt mal überlegen dann, ne? Gar nicht so. Du bist einfach bei mir stehen geblieben. Wer ist das, Breitenberg oder ich? Das bist du, glaube ich. Ja! Hi, ich bin Lia, 25 und ich bin hier, um meine Komfortzone zu verlassen. Hi, ich hab 30 und bin ein massives Alkoholproblem. Kannst du mir helfen? Ja. Hallo, ich bin Luca und du hast echt wunderschöne Augen. Ich weiß, ich kann sie nicht haben, aber unsere Kinder auf jeden Fall schon. Oh, ui, 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 ui. Bisschen drüber, aber du bist schon süß, deswegen. Oh, oh. Mein Leid, Mann. Hey, Breitenberg hier, 20 Jahre alt. Ich wollte am Wochenende ins Bergheim gehen und brauche noch die passende Begleitung. Hast du Bock? Safe. Kennst du die alle schon persönlich? Hi, ich bin Alex und ich habe 2 Zauberstäbe dabei und einen kann ich dir jetzt schon zeigen. Oh nein! Sorry, ich dachte, der wird's. Dafür kommst du ins Gefängnis auf jeden Fall. Hi, ich bin Nico, ich bin 30 und wenn du ein Kleber wärst, dann wärst du definitiv ein Heißkleber. Oh! Ich liebe das mit was! Das wird was. Du willst deine Komfortzone verlassen? Ich hab das Reisestarter-Paket dabei. Nee. Das ist doch nicht wahr, Digga. Wunderbar, guten Tag, ne? Grüße! Willst du Luftstunden mit mir nehmen? Was? Luftstunden? Würdest du Luftstunden mit mir nehmen wollen? Ah, ja. Ja? Mhm. Dann such das doch am besten einfach mal aus hier, oder? Das nächste Airbnb. Airbnb aussuchen für das, die Flüge. Das da? Was ist das? L.A. Wo kannst du das Ding fliegen? L.A. Wunderbar. Nee, war gut. Das war extrem gruselig. Ich habe eine Schwäche für Technik. Hi, ich bin Ella und ich sag, ich kenne jeden Anmachspruch. Hi. Hi. Sebastian, kannst du kurz herkommen? Komm mal kurz her. Riech mal kurz. Mhm. Riecht es gut? Mhm. Könntest du jeden Arm auf deinem Kissen haben, wenn du willst. Wunderbar, danke. Ich bin ganz aufgeregt, Rando. Aber ich habe was vorbereitet für dich. Oh mein Gott. Drück die Leertaste. Oh nein. Hallo, ich bin Sie. Hallo, Rando. Schön, dass du da bist. Wir haben vielleicht ein Match, vielleicht auch nicht. Aber bitte, swipe nach rechts. Bitte, bitte! Yo, Rando, deine Kurven sind so sexy. Ich bin keine Cola, sondern Pepsi. Schau auf Insta, letztes Bild, bin gekillt. Meine Flagge auf dem Board, ich bin die sexy. Yeah, yeah, get it, Bobby, no. Auf Dinner steht, du bist 21. Ist mir doch egal, wir chillen im Südatlantik. Bin 32 und immer noch Single. Bitte, Rando, sei doch mein... Das ist ein Swipe auf jeden Fall, aber ich will das noch anschauen. Ich will das Ding haben. Behalt. Ich will das behalten. Ja, behalt. Hi, ich bin Nico, ich komme aus Köln und meine Freundin hat mir einen Spitznamen gegeben. Und zwar bin ich die Meerjungfrau, ich bin halb Mensch, halb Schwanz. Deine Freundin hat dir den Spitznamen gegeben? Deine Freunde? Ja. Entschuldigung, der war es nicht. Hi, ich bin Flo, 23 Jahre alt und wie sagt man so schön? Amazon Prime, hör mal ihn rein, oder? Rein. Hat er dir den Spitznamen gegeben? Ja, hat er. Hey, Breitenberg, 31 Jahre alt und ich folge dir sogar auf Twitch, auf Instagram, ich schaue jeden Tag zu und ich finde, du warst cool, eine coole Show. Glaube ich dir nicht, dass du mir jeden Tag zuschaust? Oh nein! Hast du gesubbt? Nein. Hi, ich bin Alex und ich wurde hier hingeschickt, um den schönsten Diamant abzubauen. Magst du mitkommen? Ja. Super. Super. Hallo, ich bin Luca und ich habe dir was Wunderschönes mitgebracht. Oh! Ich habe auch nicht gesagt, ja oder nein. Ach so, okay. Ich fand ihn süß, aber ich fand ihn ein bisschen zu schmierig, tatsächlich. Oh. Entschuldigung. Hey, ich will jetzt gar nicht auf dich einreden oder so, aber kannst du Philippe einfach für die ganze Arbeit, die er sich gemacht hat, ein Nein geben? Was? Ich würde upgraden von Prime auf Normales. Ich würde sogar Subs geben. Vielleicht ist das ein bisschen oberflächlich jetzt, aber ich finde, unsere Outfits passen richtig süß zusammen. Findest du nicht? Dann verliebt euch doch.
Hallo, ich bin die Yvonne und ich bin 28 Jahre alt. Hi Yvonne. Aua, das tut verdammt weh. Und wenn du mir das Herz sprichst, auch bitte sag ja. Nein. Das gehört mir. Hallo. Hi. Magst du Welpen? Ja. Es hat leider nicht für einen echten gereicht, aber ich kann dir das geben. Oh ja. Ist das ein Ja? Ja. Ich würde die App dann wirklich einfach löschen, wenn das jetzt hier klappt. Ist ein Jahresabo, würde ich dann einfach entfernen. Ja, entfernen das lieber. Ja? Ja? Soll ich dann dahin? Nee, aber trotzdem dann dahin. Einfach trotzdem löschen. Ja. Ja. Hi, ich bin Nico und im Kindergarten damals hätte ich meine Jacke neben deine gehangen. Oh, das ist süß, ja. Digga, stark, gut das. Hi, ich bin zwar nicht Glumanda, aber wenn ich dich sehe, brennt schon mein Schwanz. Nein, nein. Hey, ich bin Breitenberg, 32 Jahre alt und ich denke, du siehst aus wie Catwoman und dürftest mich auch so verkloppen wie Catwoman. Ja. Hi, ich bin Alex und diese Fingerfertigkeit habe ich auch ohne Karten. Oh, ja. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall für die Fingerfertigkeit entscheiden. Alles klar, das war's. Hab mal wieder reingeschissen. Wenn ihr die Beine vorgesehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Perfekt, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Peace out.